Und bei uns im Studio jetzt als Finanzexperte zu Gast Professor Manfred Gantner von der Universität Innsbruck. Grüß Gott und danke fürs Kommen. Herr Professor, die Amerikaner zahlen 22 Milliarden Schilling. Landeshauptmann Stellvertreter sagt, das Kraftwerk bleibt trotzdem im Besitz des Landes. Wie soll man das verstehen? Ja, scheint ein kleines Wunder zu sein, dass der Manna vom Himmel fällt, 22 Milliarden Schilling. Herr Professor Gantner, vielen Dank für diese Analyse des Finanzdeals, den wir, glaube ich, jetzt auch viel besser verstehen. Danke für den Besuch noch einmal bei uns im Studio.